und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ja, ich hatte letzte Woche auf meinem rein deutschen Kanal einen Streich bekommen wegen eines Videos, das für Premiere vorgesehen war. Noch bevor es überhaupt in der Premiere veröffentlicht wurde, wurde es von YouTube gelöscht wegen sogenannter medizinischer Fehlinformation. Da werde ich noch ein kleines Video in der Zukunft zu machen, wie ich auf dem Kanal fortfahre, meine Videos zu machen. Aber auf diesem Hauptkanal werde ich im Augenblick erstmal weitermachen wie früher und wollte den Draht wieder aufnehmen mit diesen Videos über Roms Ziele in Theorie und Praxis, dieses Schreiben von knapp 22 Seiten, was ich ja schon zur Hälfte durchgearbeitet habe, wo wir über die Theorie gesprochen haben. Und jetzt liegt der Praxisteil noch vor uns. Es sind so viele andere Sachen, vor allen Dingen Corona-mäßig dazwischen gekommen, also Lesungen über und auch Studien von mir selber. Studien über diese ganze sogenannte Krankheit, über diesen ganzen Viruswahn, nicht nur das Buch Viruswahn selber, sondern auch viele andere Dinge. Und dann neben da auch noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel auch in Englisch eine ganz, ganz wichtige Studie, die mich vorbereitet, die Videoreihe zu machen über die deutsche Version The Israel Deception Exploded, also dieser Israel-Betrug. Das ist ja etwas, was ich schon lange vor mir herschiebe, was ich machen möchte, aber man muss eben warten, bis der Heilige Geist einem wirklich einen ansetzt, das zu machen. Das ist ein Moment, dann weiß man, dass es richtig ist. Und eine wunderbare Schwester in Christus hat sich bereit erklärt, nicht nur, sondern auch schon angefangen, das Buch aus dem Englischen zu übersetzen, weil ich möchte lieber das englische Originalbuch haben, als die deutsche Übersetzung von dem Buch Der Endzeitwahn von Steve Wolberg und da das Kapitel rausnehmen. Deswegen dauert das alles ein wenig, weil ich muss das ja noch Probe lesen, also ich muss das gegenlesen und meine Extras anschauen und alles. Und das sind alles Sachen, mit denen ich hinter den Kulissen, sage ich jetzt mal, beschäftigt bin. Und deswegen gibt es im Deutschen im Augenblick weniger Videos als früher. Es wird auch nie mehr so viel geben wie früher, wo ich 3, 4 Videos pro Woche veröffentlicht habe. Das mache ich nicht mehr, das ist mir einfach zu viel. Aber dieses Roms Ziele in Theorie und Praxis, das Schreiben von dem Albert Böttling, das wollte ich gerne noch fertig machen. Auch noch andere Dinge von Albert Böttling, der ja wirklich ganz tolle Dinge veröffentlicht hat, wie wir schon gesehen hatten. Das fing ja damals an mit die Jesuiten und das Deutsche Reich. Und ich habe also eine ganze Zeit lang das jetzt ruhen lassen, was aber auch nicht weiter schlimm ist, weil wir haben den ersten Teil dieses Papiers, nämlich Roms Ziele in der Theorie, komplett besprochen. Und jetzt gehen wir weiter in die Praxis. Das ist nicht mehr so tief wie die ersten Teile. Und von daher habe ich mir gesagt, ich setze mich dahin und mache das fertig. Und dann können wir uns heute Abend am 13., wo ich das jetzt aufnehme, auch die Premiere davon anschauen. Und da ich ja auf dem rein deutschen Kanal heute Abend eben keine Premiere habe, weil ich da einen Strike habe und keine Videos im Augenblick hochladen kann und ich auch mit Premiere nichts vorbereitet hatte, kann ich halt auf diesem Kanal dieses Video zeigen und dann fangen wir jetzt mal mit der Lesung bitteschön an. Roms Ziele in der Praxis, besonders in seinen Konkordaten. Ich hatte ja gesagt, dass alles, was wir in der Theorie vorher gelernt hatten, natürlich Rom gibt dann seine Ziele mehr oder weniger bekannt, das und das wollen wir erreichen, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Und dann müssen sie diese Ziele natürlich eben auch durchsetzen in die Praxis. Und das machen sie hauptsächlich mit Konkordaten. Konkordate sind Staatsverträge. Da habe ich ja letztens auch mit Michael nochmal drüber gesprochen, wie ihr euch wahrscheinlich erinnert. Ihr verfolgt ja wahrscheinlich auch die Lesung, die ich mit Michael mache, über die Verschwörungen, die auf diesem Kanal ja jeden Samstag im Augenblick als Premiere erscheinen, wo es über Kennedy geht. Und auch da wurde über Konkordate gesprochen. Und ich habe ja auch damals schon mal ein Video gemacht, ich glaube mit dem Viktor in der Zeit noch zusammen, über den Pakt mit dem Teufel, das Konkordat in Deutschland von 1933. Und ein Konkordat ist halt ein Staatsvertrag, ein bindender Staatsvertrag zwischen zwei Staaten, weil der Vatikan ist ja ein Staat, dessen Regierungschef, um das jetzt mal so zu sagen, der Papst ist, als König. Ja? Der Papst ist König im Vatikan. Er ist auch gleichzeitig das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Aber er ist, das vergessen viele oftmals, er ist eben ein Herrscher über einen Staat, der Staat und Kirche vereint. Und so ist er im Staat König,
Es ist das letzte in Europa und ich glaube, es gibt noch ein anderes nur auf der Welt, absolute Königreich, das es gibt. Also wo der König absolute Macht hat. In Europa das letzte. Auf der Welt, glaube ich, gibt es noch ein anderes. Das muss wohl, glaube ich, irgendwie, ich glaube, Saudi-Arabien oder sowas, da ist es auch noch so. Aber der König hat natürlich nicht die Macht, die der Papst hat. Nicht verwechseln. Na, jedenfalls ist der Vatikan ein Staat, genauso wie Deutschland oder England oder Italien oder Frankreich oder Amerika oder was auch immer. Und während die anderen sogenannte Demokratien oder Republiken sind, ist eben der Vatikan ein Königreich und der König ist der Papst. Gleichzeitig ist der Papst eben auch der höchste Bischof der römisch-katholischen Kirche und das ist eben zwei Funktionen einer Person. Aber ein Konkordat wird zwischen Staaten abgeschlossen. Also zum Beispiel, wie in meinem Video damals erklärt, 1933 zwischen Deutschland und dem Vatikan oder eben auch anderen Ländern. Und hier bei Arthur Böttling gehen wir jetzt in die Konkordate, hauptsächlich die des 19. Jahrhunderts, weil das war eine Zeit, wo viele, viele Konkordate geschlossen wurden. Im 20. Jahrhundert auch noch. Und wenn ihr euch die Webseite concordatwatch.eu, glaube ich, anschaut, Concordat Watch, wenn ihr das in Google eingebt, dann findet ihr immer das hier richtige Resultat. Wenn ihr euch das da anschaut, dann seht ihr sogar, wie viele Konkordate im Augenblick sind. Ich meine, es sind 179 gültige Konkordate, die der Vatikan mit anderen Staaten abgeschlossen hat. Und ein Konkordat ist eben ein bindender Staatsvertrag zwischen dem Staat Vatikan und dem Staat, der es abschließt. Also nehmen wir jetzt mal Deutschland zum Beispiel, weil die haben ja ein gültiges Konkordat. Das von 1933 ist immer noch gültig, heutzutage, und zwar in voller Kraft. Und der regelt, so ein Konkordat, der Staatsvertrag regelt die Rolle der katholischen Kirche in dem betreffenden Staate. Da geht es im Grunde drum. Das haben wir auch vorher in der Theorie uns alle angeguckt. Was sind die Ziele der römisch-katholischen Kirche? Und jetzt gebraucht die römisch-katholische Kirche diese Staatsverträge, um eben diese Ziele durchzusetzen. Das ist in kurz zusammengefasst, worum es geht. Also, schon allein die Tatsache, sagt der Autor, dass es Rom gelungen ist, im Lauf des 19. Jahrhunderts fast mit allen Kulturstaaten, in denen überhaupt katholische Kirchen vorhanden waren, Konkordate zu schließen, bedeutet einen starken Erfolg der römischen Ansprüche. Es liegt darin seitens des Staates die Anerkennung der Kirche als einer gleichberechtigten Macht, mit der ein Vertragsverhältnis einzugehen, auch der seiner Macht wie nie zuvor bewusste Staat nicht für unter seiner Würde hält. Denn das Konkordat, und jetzt achtet mal bitte auf die blau angestrichenen Worte, denn das Konkordat ist seiner Form nach ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen zwei gleichgestellten Kontrahenten, die über die Ansprüche des einen an den anderen Vereinbarungen treffen. Die Kirche steht also beim Konkordatsschluss dem Staate zumindest als ebenbürtige Partnerin gegenüber. Ich sage zum Mindesten, denn in Wirklichkeit erhebt sie den Anspruch, mehr zu sein. Und wir haben ja diesen Absatz auch schon mal besprochen, und da habe ich ja auch deutlich gesagt, ja, natürlich, die römisch-katholische Kirche behauptet ja von sich selber, dass sie, ja eben hier Bilder raussuchen, dass sie, also die geistliche Macht, über der weltlichen Macht steht. Und wenn wir uns jetzt die vatikanische Flagge einmal anschauen, ja, ich hatte das noch nicht vorbereitet, machen wir jetzt hier mal eben, machen wir die mal auf, dann sehen wir ja, dass hier zwei Schlüssel sind, ne? Die Schlüssel sind also diejenigen, die die Tore zur Macht öffnen. Und zwar einerseits sehen wir den goldenen Schlüssel, der, wie man deutlich sieht, über dem silbernen Schlüssel liegt. Der silberne Schlüssel ist ein Symbol für die weltliche Macht und der goldene Schlüssel für die geistige Macht. So, in einem Konkordat, so steht hier, ist normalerweise ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen zwei gleichgestellten Kontrahenten oder Parteien. Aber die Kirche, obwohl sie zumindest als ebenbürtige Partnerin dem Staat gegenübersteht, sagt, ich bin eigentlich mehr als das. Ich bin die römisch-katholische Kirche. Ich habe den Machtanspruch komplett. Ich stehe über der weltlichen Macht. Und das ist genau das, was der Autor hier eben erwähnt.
Rom hat die günstige Lage, in die es durch das Entgegenkommen der einzelnen Staaten gelangt war, gründlich auszubeuten verstanden. Kaum sah es sich als vertragsschließende Macht anerkannt, als es auch schon hinsichtlich der Verpflichtungskraft der einzelnen Verträge einen großen Unterschied zwischen sich und dem Staat stabilisierte. Dem Staat sollte es danach in keiner Weise gestattet sein, einseitig von dem einmal getroffenen Vertrage zurückzutreten. Es steht übrigens auch in Satz 43 des Syllabus der Fehler von Pius dem 9. aus 1864. Die Kirche dagegen nimmt für sich das Recht in Anspruch, unter veränderten Umständen die Verbindlichkeit des Konkordatsvertrags einfach aufzuheben. Also mit anderen Worten, es ist nicht einseitig aufhebbar, es sei denn, der Vatikan hebt es einseitig auf. Alle katholischen Schriftsteller, also da geht es hauptsächlich jetzt eben über Menschen, die eben Schriften, Bücher und andere Werke über den Katholizismus verfassen, alle stimmen darin überein, mit alle, eben alle katholischen Schriftsteller gemeint. So schreibt der Kölner Generalvikar Dr. Kreuzwald in Staatslexikon Band 3, Seite 670, dass der Vertrag zwischen Staat und Kirche die stillschweigende Klausel Rebus sic stantibus enthält, dass somit die Kirche nicht bloß berechtigt, nein, die Kirche sogar verpflichtet wäre, die gemachten Konzessionen zu widerrufen, sobald dieselben dem Seelenheile der Gläubigen zum Nachteil gereichen würden. Danach ist also von einem Vertrag im eigentlichen Sinne überhaupt nicht mehr die Rede. Und die konsequenten Vertreter des römischen Systems, denen sich Pius der IX. In seinem Breve vom 19. Juni 1872 vorbehaltlos anschließt, haben durchaus recht, wenn sie anstelle dieser sogenannten Vertragstheorie über die Konkordate die Privilegientheorie setzen. Denn da die Kirche, und das ist die Meinung von allen katholischen Schriftstellern, denn da die Kirche über dem Staat steht, so kann zwischen ihnen als zwei nicht gleichberechtigten Partnern auch kein wahrer Vertrag zustande kommen. Die Konkordate sind darum nur Indulte, unwiderrufliche Privilegien, die die Kirche dem Staat als Zeichen besonderen Wohlwollens der Kirche auf sein Ansuchen erteilt, aber natürlich jederzeit wieder zurücknehmen kann. Der Staat dagegen bleibt dadurch unter allen Umständen gebunden, selbst wenn die Kirche die ihm erteilten Privilegien zurückgenommen hat, da er zu dem, was er in den Konkordaten versprochen hat, als Untertan der Kirche ohnehin verpflichtet ist. Und das sieht man auch in Hönsbrüchs Auszügen aus katholischen Schriftstellern in dieser Frage. Da ist also hier eine Quellenangabe mit bei. Persönlich finde ich den wichtigsten Satz in dem, was wir gerade eben gelesen haben, hier. Die Konkordate sind darum zur Indulte unwiderrufliche Privilegien, die die Kirche dem Staat als Zeichen besonderen Wohlwollens der Kirche auf sein Ansuchen erteilt, aber natürlich jederzeit wieder zurücknehmen kann. So, das ist also dieser Teil hier. Ihr wisst, ich kann hier das nicht ich kann das hier highlighten. Ja, warte mal, ich kann das ja eben machen. Dann sieht man das vielleicht ein bisschen deutlicher. Wollen das mal eben so machen. Also, die Konkordate sind darum nur Indulte und so weiter und so weiter. Ich lasse das jetzt auch nicht stehen. Aber nur, dass wir das eben mal deutlich sehen können, was hier steht. Widerrufliche Privilegien, die die Kirche dem Staat als Zeichen besonderen Wohlwollens der Kirche jederzeit auf sein Ansuchen erteilt, aber natürlich jederzeit wieder zurücknehmen kann. Wenn ich solchen Satz lese, dann erinnert mich das persönlich sehr an Herrscher des Bösen. Ihr wisst ja, das ist eins der besten Bücher überhaupt, finde ich, die ich jemals in Deutsch habe lesen dürfen. Natürlich nach Romanismus und die Reformation, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber da stehen so viele Dinge drin, die sehr, sehr wichtig sind. Da steht unter anderem in Kapitel 23, ist es glaube ich, wenn ich mich nicht irre, will mich jetzt nicht festlegen, steht drin, dass Rom seinen Untertanen Freiheit gewährt,
Aber diese Freiheit ist nur ein zeitlicher Status, der jederzeit vom Herrschenden, also Rom Herrschenden, das heißt mit anderen Worten dem König im Vatikan, dem Pontiff, widerrufen werden kann. Das war schon im heidnischen Rom so, ja, dass der Kaiser seinen Untertanen Freiheit gewährte, aber Rom beschaut diese gewährte Freiheit als einen zeitlich begrenzten Bonus, als eine, möchte man sagen, ein Zeichen seiner Güte. Und wenn er keine Lust mehr hat auf dieses Zeichen der Güte, dann widerruft er das. Und dann ist deine Freiheit futschi. Das sieht man ja auch heutzutage, ne? Im Grundgesetz steht als erster Artikel, die Ehre des Menschen ist unantastbar, sie zu schützen und so weiter, ist die oberste Aufgabe des Staates. Aber wenn es darum geht, jemanden mit einer Nadel zu stechen und irgendwas Giftiges in seinen Körper einzusetzen, dann ist diese Ehre völlig wurscht, dann spielt das keine Rolle mehr. Dann kann man das eben auch außer Kraft setzen. Das ist genauso mit sogenannten, zwischen Anführungszeichen, Menschenrechten und sowas. Deswegen werden die immer wieder mit Füßen getreten. Das sind alles nur Dinge, die wir haben aufgrund der Gnade des Kaisers. Und der Kaiser, der diese Welt regiert, ist eben der Papst in Rom, der Antichrist. So, machen wir das nochmal eben weg hier. Das haben wir jetzt lange genug uns angeschaut. Der Punkt ist also, wenn man diesen Satz liest, dann kommt bei mir also sofort auf, was wir damals in Herrscher des Bösen gelesen haben. Und ich hoffe ja, dass die Zuschauer dieses Videos sich auch noch erinnern, dass wir Herrscher des Bösen gelesen haben und was wir in Herrscher des Bösen gelesen haben. Also wie gesagt, daran erinnert mich das. Der Staat dagegen bleibt dadurch unter allen Umständen gebunden, selbst wenn die Kirche die ihm erteilten Privilegien zurückgenommen hat. Also mit anderen Worten, der Staat unterzeichnet einen Vertrag mit einer sogenannten gleichgestellten Macht. Diese gleichgestellte Macht kann aber Dinge aufkünden und trotzdem bleibt der Staat daran gebunden. Also sie kann ihre, ich sag mal, ihre Verpflichtungen kann sie kündigen, aber die Verpflichtungen des Staates bleiben trotzdem. Also etwas einseitig. Der Staat kann seine Verpflichtungen nicht kündigen, der Vatikan kann das schon. Und wenn der Vatikan beschließt, seine Verpflichtungen zu kündigen, dann bleibt der Staat an seinen Verpflichtungen immer noch gebunden. Und das ist eben etwas, was man nur im römisch-katholisch-kanonischen Recht erfährt. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiges Recht. Deswegen sollte man sich mit solchen Schriften wie zum Beispiel Quantum Cura, das ist ja hier die Bulle, die gleichzeitig mit dem Syllabus der Fehler rauskam, oder eben auch Caritas in Veritate und Tutti Fratelli und wie das nicht alles heißt vom Papst, mal auseinandersetzen mit solchen Schriften. Weil das sind Schriften, die sind gelinkt an das römisch-katholisch-kanonische Recht. Und dieses Recht steht über allem anderen. Dieser Theorie, fährt der Autor fort, entsprechen dann auch die von Pius dem 9. und Leo dem 13. abgeschlossenen Konkordate. Also Pius der 9. war der Papst mit dem längsten Pontifikat bis jetzt, ich glaube 32 Jahre im 19. Jahrhundert, der unter anderem auch den Syllabus der Fehler, ich sag mal, jetzt publiziert hat, weil geschrieben hat er ihn nicht. Ja. Da hat er jesuitische Schreiber hinter sich, der selbst hat nicht viel geschrieben. Und Leo der 13. war sein Nachfolger, den wir ja vor allen Dingen daher kennen, da er kurz vor seinem Tode ja das Treffen hatte mit dem deutschen Kaiser. Und dem deutschen Kaiser gesagt hätte, dass Leo der 13. der Papst möchte, was der möchte, ist Gesetz, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche wird. Das haben wir an anderer Stelle besprochen. Also diese Theorie entsprechen dann auch, Entschuldigung, dieser Theorie entsprechen dann auch die von Pius dem 9. und Leo dem 13. abgeschlossenen Konkordate in jeder Beziehung nach Form und Inhalt. Es sei hier zunächst nur erinnert an die in den meisten Konkordaten immer wiederkehrenden Phrasen.
seine Heiligkeit, also mir sträubt sich schon jedes Haar in meinem Körper und mir läuft es eiskalt den Rücken runter, diesen Antichristen seine Heiligkeit zu nennen. Martin Luther hat das jetzt schön gemacht. Martin Luther hat gesagt, seine Hölligkeit. Ne? His Hellishness im Englischen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er es in Deutsch geschrieben hat. Ich habe das Buch ja auch in Deutsch gelesen, wie das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, von Martin Luther 1545. Aber wie er den jetzt in Deutsch genannt hat, weiß ich nicht. Aber seine Heiligkeit, er hat das eben umgedreht und hat gesagt, in seine Hölligkeit. Nennen wir das mal seine, ja, der Herrscher der Hölle. Meint er ja auch, dass er das ist, aber er ist eben auch der Herrscher aus der Hölle. Also zwischen Anführungszeichen sagen wir jetzt mal, seine Heiligkeit gestattet mit Rücksicht auf die Zeitverhältnisse. Der heilige Stuhl verhindert es nicht. Stimmt zu. Ja? Permitted, haut impetit, consented. Und dergleichen. Ja, in dem Konkordat mit Ecuador, jetzt werden hier einige Konkordate angeholt, vom Jahre 1881 begegnet uns in Artikel 8 sogar die köstliche Wendung, Zitat, mit Rücksicht auf die Umstände und auf Bitte der Regierung von Ecuador hindert der Heilige Stuhl es nicht, dass. Punkt, Punkt, Punkt. Und das Inhaltsverzeichnis fügt unter Causae civilis, also das sind dann bürgerliche Gründe, zum besseren Verständnis hinzu, dass, was der Heilige Stuhl hier nicht verhindert, geschehe mit seiner gültigen Erlaubnis. Aber auch noch in dem Nachtragskonkordat mit Kolumbia vom Jahre 1892 heißt es in Artikel 2 ganz ähnlich, nach Aufführung von mancherlei Gründen, die den Heiligen Stuhl zu seiner ungewöhnlichen Nachgiebigkeit bestimmt haben, Zitat, er schlägt es nicht ab, das. Ja, also es ist schon eine interessante Formulierung, die hier gebraucht wird. Jetzt kommt ein interessanter Satz. Hier ist es also Ereignis. Der Staat nimmt demütig und dankbar aus der Hand der Kirche hin, was sie in ihrer hohen Gnade ihm an Konzessionen zu erteilen für gut findet. Was er erreicht, sind Indulte, Privilegien, deren er leicht verlustig gehen kann, wenn er sich nicht entsprechend verhält. Wenn er sich nicht entsprechend verhält, das ist der wichtige Punkt. Und hier kommen wir eben zum Verständnis des Unterschiedes zwischen einer de facto Regierung und einer de jure Regierung. Nun, wer das, den Punkt von de facto und de jure nicht versteht, eine kleine Seitenerklärung, sage ich jetzt mal eben. Ich hatte das damals auch nicht gut verstanden und dann hat mir einer ein Beispiel erzählt. Und das Beispiel war, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, ihr geht in eure Stadt und in eurer Stadt ist ein Platz. Und dieser Platz ist jetzt nicht besonders ausgebaut, also hat keinen Betongrund oder sowas. Da liegen einfach nur ein paar Pflastersteine und alles. Und da kann man sein Auto hinstellen und die Leute machen das auch. Da stehen also viele Autos geparkt. Damit ist das de facto ein Parkplatz. Aber die Stadt hat diesen Platz als Parkplatz nicht ausgewiesen. Deswegen ist es de jure kein Parkplatz. Es ist zwar de facto einer, weil er wird so genutzt, ja? Aber es ist keine, sage ich jetzt mal, Parkplatzerlaubnis, Nutzungserlaubnis, was auch immer, offiziell da. Das heißt, es wird zwar gestattet, dass der Platz als Parkplatz gebraucht wird, aber es ist halt nicht juridisch festgelegt. Wenn jetzt der Gemeinderat beschließt, von diesem Platz einen Parkplatz zu machen und dann diesen Platz offiziell als Parkplatz ausweist und dann vielleicht auch, sage ich jetzt mal, eingrenzt und Parkgebühren verlangt oder was auch immer, dann ist es ein de jure Parkplatz. Aber solange das nicht passiert, einfach da nur ein Platz ist, wo man sein Auto hinstellen kann und keiner sagt was, ja, dann wird der Platz eben als Parkplatz gebraucht, deswegen ist es de facto ein Parkplatz. So, und das habt ihr mit Regierung auch. Eine Regierung, die regiert, ist eine Regierung. Nur wenn diese Regierung nicht vom Vatikan anerkannt ist, dann ist es eine de facto Regierung. Das heißt, es ist eine Regierung, das nimmt keiner weg, aber
Sie ist vom Papsttum nicht anerkannt. Wenn das Papsttum diese Regierung anerkennt, dann ist es eine de jure Regierung. Ah, ihr versteht den Unterschied? Und wie kann eine Regierung von einer de facto zu einer de jure Regierung werden? Na, wenn sie zum Beispiel ein Konkordat akzeptiert. Mit anderen Worten, wenn eine Regierung ein Konkordat mit der römisch-katholischen Kirche, mit dem Vatikan nicht abschließen will, kann, tut, wie auch immer, dann beschaut der Vatikan die Regierung und dieses Land nur als eine de facto Regierung, als de facto ein Land. Und wenn man den Vertrag abgeschlossen hat, dann ist es eine vom Vatikan anerkannte Regierung, eine de jure Regierung. Und wenn eine solche de jure Regierung sich nicht mehr an den Vertrag hält, also genau das macht, was drinsteht, was sie nicht darf, nämlich nur der Vatikan darf einseitig solche Verträge oder Punkte in diesen Verträgen aufkündigen, wenn der Staat das aber von sich aus macht, dann geht der Status dieser Regierung von de jure auf de facto. Und was kriegen wir dann? Das, was wir in Neudeutsch heute Regime Change ändern, eine Regimeänderung. Dann ist das auf einmal, dann ist die Regierung auf einmal ein Regime geworden, was dann den negativen Klang hat von Unterdrückung. Dann werden Dinge gefunden, dann produziert er auf einmal Massenvernichtungswaffen oder dann verfolgt er bestimmte Menschen in seinem Gebiet und da muss man von außen einschreiten. Und das wird dann entweder passieren mit ökonomischer, also wirtschaftlicher Gewalt, wenn man Sanktionen verhängt und solche Sachen, oder wie nennt man das noch? ja, Sanktionen, also wirtschaftliche Sanktionen, wenn man den Leuten verbietet, bestimmten Handel zu treiben zum Beispiel. Ne, wie das ja zum Beispiel mit Iran gemacht wird im Augenblick. Ne? Das ist ja, Iran ist ja jetzt auch eine de facto Regierung, nur die da an der Macht ist. Dann werden solche Sachen gemacht. Und wenn das alles nicht nützt, dann wird irgendwann mal militärisch eingeschritten, wie man das zum Beispiel in Libyen gemacht hat oder im Irak gemacht hat oder in Syrien macht und solche Scherze. Ne? Also das ist der Unterschied zwischen de jure und de facto. Ne? Eine Regierung an der Macht, die ihre Leute regiert und die Leute sind damit einverstanden oder nicht einverstanden, aber die regiert halt, das ist de facto eine Regierung. Kann man, da beißt die Maus keinen Faden ab, das ist eine Regierung, Punkt. Aber wenn es keine de jure Regierung ist, dann hat sie nicht die Zustimmung, dann hat sie nicht die Anerkennung, dann hat sie nicht die Erlaubnis, die Autorität des Vatikans, um zu regieren. Und da der Papst für sich beansprucht, über die ganze Welt zu regieren, das nennen wir die neue Weltordnung, muss natürlich jedes Land sich dem unterstellen. Und ein Land, das das nicht tut, kriegt eben die genannten Probleme. De facto und de jure. Von daher ist das ganz wichtig, das zu verstehen. Und das ist genau das, was hier ausgedrückt wird. Hier ist also das Ereignis. Der Staat nimmt demütig und dankbar aus der Hand der Kirche hin, genau wie ein Hund, der etwas nimmt, was man ihm reicht zum Futtern, was sie in ihrer hohen Gnade ihm an Konzessionen zu erteilen für gut findet. Was er erreicht, sind Indulte, Privilegien, deren er leicht verlustig gehen kann, wenn er sich nicht entsprechend verhält. Und in dieser anmaßlichen Haltung haben moderne Staaten, hat sogar Österreich die römische Kurie bestärkt. Denn die Annahme der so gestalteten Konkordate durch die einzelnen Staaten, bedeutet doch nicht mehr und nicht weniger als die Anerkennung des Anspruchs Roms, die Gebieterin der Völker zu sein. Mal kurz einen Schluck Wasser. Wenn ich eine trockene Kehle kriege, dann muss ich husten, dann wollen wir ja nicht, ne? Die Annahme der so gestalteten Konkordate durch die einzelnen Staaten bedeutet doch nicht mehr und nicht weniger als die Anerkennung des Anspruchs Roms, die Gebieterin der Völker zu sein. Also wenn ich einen solchen Vertrag mit Rom unterschreibe, dann weiß ich aufgrund der Klauseln und Artikel, die da drin stehen, dass ich mich Rom unterstelle. Und wenn jedes Volk, jede Nation sich Rom unterstellt, ja, dann akzeptieren diese Völker eben, dass Rom die Gebieterin der Völker ist.
Aber vielleicht hat man staatlicherseits auch in diesen hochtrabenden Wendungen nur die herkömmliche Kurialsprache gesehen, die an den Ansprüchen auf Alleinberechtigung, wie Niebuhr sich ausdrückte, für alle Zukunft festhalte, die man aber mit in Kauf nehmen müsse, wenn man bei der Kurie etwas erreichen wolle. Ungemein bezeichnend ist die Äußerung Niebuhrs in seinem Bericht an die preußische Regierung über die von Wessenberg und der Kurie gegenüber bewiesene Festigkeit, wodurch dieser seine Sache selber verdorben habe. Zitat: Hier denkt man immer nur daran, die Form zu retten, für die man gern das Wesen hingibt, aber auch wagt. Ende Zitat. Das ist zwar ein handgreiflicher Unsinn, denn allein schon ein Blick auf die Geschichte des Papsttums im Mittelalter für jeden Kenner außer Frage stellt, denn diese Geschichte ist ja im Grunde nichts anderes als ein unermüdliches Geltendmachen der höchsten, zum größten Teil auf gefälschten Urkunden beruhenden Ansprüche, bis eben diese Ansprüche derart in das Bewusstsein der Zeit übergegangen waren, als die selbstverständlichste Sache der Welt, dass Rom der Sieg schließlich von selbst in den Schoß fiel. Nun, eine ganze Menge gelesen, mal eben ein bisschen Erklärung dazu geben. Und was steht hier in blau angestrichen? Was ist der Kommentar dabei? Ich muss euch eben sagen, ich habe dieses Papier sicher ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Ich habe auch ein halbes Jahr oder so keine Lesung mehr gemacht. Ich habe mich heute auch überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich setze mich hier einfach ans Mikrofon und lasse den Heiligen Geist in mir arbeiten. Ich kann euch so sagen, in dieser Note, also hier in dieser Notiz, ihr seht ja diesen kleinen gelben Punkt, das ist Notiz und bei dem angestrichenen, da steht etwas drin von der Donation of Constantine, also der konstantinischen Schenkung und den pseudo-isidorischen Dekretalen wahrscheinlich auch noch. Und das ist interessant, weil gerade im Augenblick, wenn ich Taxi fahre, höre ich ja oftmals die alten Lesungen und Sendungen von Tom Fress aus Inquisition Update, die er auf First Amendment Radio gemacht hat. Im Augenblick bin ich da ungefähr Mitte 2011 und da liest er das Buch von Avro Manhattan, das ich ja auch hier von einer Schwester in Christus geschenkt bekommen habe, The Vatican Billions, ja, also die Milliarden des Vatikan, ein Buch aus den 80er Jahren, was man sicher mal lesen sollte. Und in den ersten 5 Kapiteln bespricht Avro Manhattan und vor allen Dingen auch Tom in seinen Sendungen nichts anderes als die Schenkung von Konstantin und die pseudo-isidorischen Dekretale. Und das sind eben Unterlagen, die heute selbst von der römisch-katholischen Kirche anerkannt sind als Fälschungen, worauf sich aber die Kirche immer noch beruft, um ihre Ansprüche geltend zu machen. Welche Ansprüche? Erwählt die Ansprüche zum Beispiel hier. Diese hier, dass die geistige über der weltlichen Macht liegt, weil dem Papst die weltliche Macht geschenkt wurde von Konstantin. Wollen wir sehen, ob ich jetzt recht habe. Siehe unter anderem die Schenkung von Konstantin und Pseudodekretale von Isidor. Seht ihr? Das ist das, was ich meine. Und der zwischen Anführungszeichen Zufall ist halt im Augenblick, dass ich mir gerade diese Sendung von Tom von 2011 anhöre und ich einem jeden, der Englisch kann, nur raten kann, schaut in das Buch von Avro Manhattan, The Vatican Billions, die Milliarden des Vatikan aus dem Anfang der 80er Jahre, in die ersten 5 Kapitel rein. Nun, wir können mal kurz einen kleinen Ausflug machen dahin. Ich muss mal eben sehen, ob ich das Bild hier im Deutschen habe. Mal eben schauen. Wir gucken mal hier nach Billions, weil ich weiß nicht, ob es das als PDF gibt. Ah, hier, Vatican Billions. Abridged Version, das ist also eine gekürzte Version und das hier ist die volle Version 1983. Schaut mal. Dieses Buch, ja, Vatican Billions bei Avro Manhattan, also von Avro Manhattan, den kennt ihr ja von Vietnam, Why Did We Go? Wer ist der reichste und mächtigste Mann auf der Erde? The Vatican Billions describes an amazing 2000 years of wealth accumulation and pursuit of power by the Roman Catholic religious machine. Auf Deutsch, die vatikanischen Milliarden beschreibt die erstaunlichen 2000 Jahre des Reichtums zusammenraffens, ja, aufeinanderhaufens und die Verfolgung oder die Verfolgung der Macht der römisch-katholischen Kirche als eine religiöse Maschine.
This incredible panorama from Caesar to the Space Age will change your view of history. Also dieses fantastische Panorama vom Caesar, also vom heidnischen Rom, in das Weltraumzeitalter wird deinen Blick auf Historie verändern. Und wir gehen das jetzt natürlich nicht ganz durch. Das ist jetzt nur hier die Rückseite. Das hier ist die Vorderseite der Vatican Billions. Ja, es ist so groß, weil das andere natürlich so groß ist, was ich gerade lese. Wollen wir eben schauen, ob wir hier im Inhaltsverzeichnis mal eben reingehen können. Das sind andere Bücher vom Vatican, vom Avro Manhattan, der übrigens ein Malteserritter war. Und jetzt wollen wir ja auch nur mal kurz in das Inhaltsverzeichnis reinschauen. Und dann mal sehen, wenn wir hier runtergehen, Chapter, also Kapitel 1, The Historical Genesis of the Vatican's Accumulation of Wealth, also der historische Beginn, wie der Vatikan angefangen hat, sich seine Reichtümer aufzuhäufen. The Origin of the Church's Temporal Riches, also der Ursprung der temporalen, also weltlichen Reichtümer der Kirche. The Church as the Inheritor of the Former Roman Empire, die Kirche als Erbe des vorherigen Römischen Reiches, also des heidnischen Römischen Reiches. Die Kirche, the Church claims ownership of the Western World, die Kirche claims, ja, wie heißt jetzt die deutsche Übersetzung davon, behauptet, Eigentümerin der westlichen Welt zu sein, sage ich jetzt mal. Und dann seht ihr immer die ganzen Unterkapitel, worum es da genau geht. Und dann in Kapitel 5, The Church claims ownership of all isles and lands as yet undiscovered. Also die Kirche fordert auch das Eigentum von allen Inseln und Ländern, die bis jetzt unentdeckt waren. Da geht es also im 16. Jahrhundert, frühen 16. Jahrhundert, Ende 15. Anfang 16. Jahrhunderts um diese ganzen Sachen, wo dann ja auch da Amerika entdeckt wurde und wo dann das Papsttum die Welt aufgeteilt hat. Der ganze westliche Teil wurde Spanien zugesprochen, der östliche Teil wurde Portugal zugesprochen, weil der Papst wollte ja, dass die alles erobern. Und alles, was erobert wurde, wurde für den Papst erobert. Und da der Papst nicht wollte, dass Portugal und Spanien, die beiden großen Mächte in der Zeit, in Konflikt miteinander kamen, hat er ihm gesagt, du kriegst das und du kriegst das und darunter macht ihr das, was ihr wollt. So, das ist jetzt mal nur so ungefähr. Das sind die ersten 5 Kapitel und da geht es eben auch um die, ja, hier, das kennt ihr auch, ne? Penny of the Holy See, Tribute. All Irishmen to pay an annual tribute of 1 penny to the Holy See. Ne? Alle Iren sollten einen jährlichen Tribut von einem Penny an den Heiligen Stuhl bezahlen. Inzwischen bezahlen wir mehr als einen Pfennig und nicht nur Irland. Aber Irland ist auch ein interessantes Thema. Und hier geht es halt um die Schenkung von Konstantin und um die isidorischen Dekretale, die pseudo-isidorischen Dekretale. In diesen ersten 5 Kapiteln. Das ist sehr interessant, kann ich nur jedem, wie gesagt, anraten, das Buch selbst zu lesen. Das gibt es meines Erachtens, soweit ich weiß, nicht in Deutsch. Und man muss also Englisch können. Und ansonsten kann man sich eben auch die Lesung von Tom angucken. Da kann man immer das Buch zur Seite nehmen. Also das hilft vielleicht auch wenn man nicht so gut Englisch kann, wenn man Tom das Lesen hört. Und dann hat man daneben das Buch als PDF-Form. Das heißt, in dem Augenblick, wenn er liest, kann man mitlesen. Und wenn er nicht liest, dann hat er seine Erklärung. Aber ich finde persönlich Tom sehr gut verständlich. Und man kann halt so ein bisschen auch sein Englisch aufbessern. Aber das ist wirklich nur mal ein Tipp von meiner Seite, das mal zu machen. Und wie gesagt, das Interessante ist ja, ich höre gerade die Dinge und jetzt lesen wir genau in diesem Buch von Arthur Bödling darüber. Ne? Wie gesagt, wir lesen den Satz nochmal. Das ist zwar ein handgreiflicher Unsinn, der allein schon ein Bild auf die Geschichte des Papsttums im Mittelalter für jeden Kenner außer Frage stellt, denn diese Geschichte ist ja im Grunde nichts anderes als ein unermüdliches Geltendmachen der höchsten, zum größten Teil auf gefälschten Urkunden beruhenden Ansprüchen, bis eben diese Ansprüche derart in das Bewusstsein der Zeit übergegangen waren, als die selbstverständlichste Sache von der Welt, dass Rom der Sieg schließlich von selbst in den Schoß fiel. Also obwohl es heutzutage geschichtlich, historisch anerkannt ist, dass das Fälschungen sind, sagt Rom trotzdem, dass sie die Macht hat. Das ist so
in die Tradition übergegangen, dass es überhaupt nichts ausmacht, dass es gefälscht ist. Roms Macht. Ja, und dann gehen wir nochmal eben auf diese kleine Flagge hier. Roms Macht, nämlich die temporale, die weltliche und die geistliche Macht, sind basiert auf urkundlichen Fälschungen. Da kommt es drauf hinaus. Das ist der Punkt, der in diesem Satz gemacht wird. Und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Und das finde ich einen sehr wichtigen Satz. Ja, ich gucke ab und zu mal, wie weit das Video bereits läuft, weil ich hatte eigentlich nicht vor, eine ganze Stunde zu lesen. Ich wollte da mal wieder ein bisschen reinkommen. Und im Augenblick finde ich das auch sehr interessant. Aber wir gehen doch mal den nächsten Absatz lesen wir, den nächsten Satz lesen wir nochmal weiterhin. Also, aber immerhin nehmen wir an, die Nierburgsche Anweisung für den Umgang mit Rom sei die richtige. Dann müsste diesen Zugeständnissen der einzelnen Staaten in formaler Hinsicht, von denen die Konkordate voll sind, doch jedenfalls zumindest ein bedeutender sachlicher Erfolg staatlicherseits gegenüberstehen. Wie ist es damit? Sehen wir uns die Konkordate von Antichrist, Papst Pius IX. Und Antichrist, Papst Leo XIII. Daraufhin einmal etwas näher an. Dabei lassen wir die mit den süddeutschen Staaten, nämlich Baden, Württemberg und Hessen, geschlossenen Konkordate außer Ansatz, da sie einmal an dem Widerstand der Stände zuletzt doch noch gescheitert sind, soll dann aber auch deutlich erkennen lassen, dass diese Staaten mit starker protestantischer Bevölkerung, Württemberg und Hessen waren ja zu zwei Dritteln evangelisch, doch immerhin eine etwas gelindere Behandlung forderten. So, auch hier nochmal ganz kurz ein Kommentar von mir. Der Vatikan hat mit den einzelnen Ländern, die damals ja noch gar nicht Deutschland waren, wir müssen ja hier verstehen, vor 1871 gab es noch kein deutsches Reich, es gab verschiedene Staaten in Deutschland. Das waren Fürstentümer, das waren Prinztümer, das waren Königreiche, ja, wie zum Beispiel das Königreich von Hannover, das Königreich von Bayern und so weiter und so weiter. Das waren eigenständige Staaten und diese eigenständigen Staaten hatten Konkordate mit dem Vatikan. Ja, und dann kam die Gründung des Deutschen Reichs 1871 und dann kam die Zerschlagung des Reichs im Ersten Weltkrieg. Dann kam eine kurze Periode, wo man probiert hat, Deutschland eigentlich hinterrücks kommunistisch zu machen. Daraus ist dann genau die entgegengesetzte Richtung entstanden, nämlich ein rechtsregiertes Drittes Reich, über das wir in hinter den Diktatoren und so weiter ausführlich gesprochen haben. Und als das zerschlagen war, dann wurden wir im Grunde in dasselbe reingeführt, nämlich was die Bundesrepublik Deutschland ist, das ist ja im Grunde eine Fortsetzung aus dem Dritten Reich, nur sind da bestimmte, ich sage jetzt mal, Verfolgungen auf eine subtilere Art und Weise. Ja, also, dass Deutschland im Grunde immer noch ein Nazireich ist, das kann man ja nicht abstreiten. Vor allen Dingen eben, wenn man begreift, welche de jure Regierung Deutschland zugrunde liegt. Das Dritte Reich war ohne de jure Regierung. Da ist überhaupt nichts dran verändert. Also, hier im 19. Jahrhundert sehen wir halt, dass damals schon der Vatikan Konkordate, also gültige Staatsverträge, mit den gültigen Staaten zusammen, abgeschlossen hat, die später sich zusammenschlossen zu einem deutschen Reich. Das war dann nach dem Französischen Krieg, ja, man sagte mal 1870, aber das ging ja schon ein bisschen länger, das ging ja zwischen 1866, glaube ich, und 1870 ging das los. Und dann Bismarck, der das Erste Reich gründete, also das Zweite Reich. Ne? Das Erste war ja das Tausendjährige von 800 bis 1800. Das ist wieder eine andere Geschichtssache. Aber wie gesagt, der Punkt ist, das Konkordat, das man 1933 geschlossen hat, hatte ja schon Vorgänger. Vorgänger mit den einzelnen Staaten, die sich dann zum Deutschen Reich später zusammengeschlossen haben. Das ist ein wichtiger Punkt, der hier steht. Kennt ja nicht jeder die Geschichte so, aber das könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Und dann eben das Erstaunliche hierbei, dass das gemacht wurde mit Württemberg und Hessen, die zu zwei Dritteln evangelisch, also protestantisch waren. Ja, und die
forderten eine etwas gelindere Behandlung. Also mit anderen Worten, mit denen musste man ein wenig subtiler umgehen. Da konnte man nicht dieselben Konkordate machen wie zum Beispiel in Bayern. Bayern ist ja nun ein urkatholischer Staat. Aber da konnte man nicht dieselben Dinge in den Vertrag reinschreiben wie jetzt in Hessen zum Beispiel, wo ja eben ein großer Teil, eben zwei Drittel, protestantisch waren zu der Zeit. Auch liegt uns ja in erster Linie daran, eine Vorstellung zu bekommen von dem, was Rom in Staaten, wo es das Heft ganz in Händen hat, durchzusetzen, gewillt und imstande ist. Wir müssen uns nur anschauen, was macht Rom da, wo es keinen Widerspruch hat, und dann wissen wir, wo es in den Ländern hinkommt, wo noch Widerstand zu Rom ist. Dieser Widerstand muss weg. Und dafür führt man eben Kriege, zum Beispiel auch den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das geht jetzt zu weit, um da ins Detail zu gehen, aber das ist das, was hier steht. Auch liegt uns ja in erster Linie daran, eine Vorstellung zu bekommen von dem, was Rom in Staaten, wo es das Heft ganz in Händen hat, durchzusetzen, gewillt und imstande ist. Das aber waren um die Mitte des 19. Jahrhunderts, zum Teil sind sie es noch, also Staaten, wo Rom 100% Macht hatte, Österreich, Spanien, Portugal sowie vor allem die zentral- und südamerikanischen Republiken, also die Kolonien, nenne ich jetzt mal, von Spanien und Portugal, Brasilien, Argentinien, Peru, Chile, Paraguay und Mittelamerika, Mexiko und alles südlich davon. Wir beschränken darum unsere Untersuchung im Wesentlichen auf die mit diesen Staaten abgeschlossenen Konkordate, die im Übrigen fast alle über einen Leisten geschlagen sind. Also auch schon aus diesem Grunde als der normale Ausdruck dessen gelten dürfen, was Rom überall als sein gutes Recht in Anspruch nimmt und, wo es kann, seinen Anspruch eben auch durchsetzt. Dass das österreichische Konkordat von der Regierung 1870 infolge der Proklamierung der päpstlichen Unfehlbarkeit gekündigt wurde, beweist wohl, dass auch streng katholische Staaten schließlich einmal die Konkordate als unerträgliche Fesseln empfinden. Roms Tendenzen werden dadurch aber natürlich nicht geändert. Und welche Macht die katholische Kirche in diesen beiden Ländern noch hat, ist bekannt. So, zum Abschluss dieser Lesung möchte ich jetzt noch mal kurz hier einen Kommentar drauf geben. Das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig, dass wir uns das noch mal eben anschauen. Das österreichische Konkordat wurde von der Regierung gekündigt, weil der Vatikan da tatsächlich es in seinem Vatikanischen Konzil von 1870 gewagt hat, sage ich jetzt mal, den Papst unfehlbar zu erklären. Und dieser Proklamierung der päpstlichen Unfehlbarkeit wollte Österreich nicht folgen. Und deswegen kündigt Österreich das Konkordat. Wir haben aber vorher gerade gelesen, dass das Konkordat weder im Ganzen noch in Punkten vom Staat überhaupt gekündigt werden kann. Weil obwohl die beiden ja auf erste Sicht gleiche Mächte sind, steht doch der Vatikan über dem Staat. Also musste man ja irgendwie dafür sorgen, dass Österreich gezüchtigt wird. Ja, wie macht man das denn? Jetzt gucken wir mal ein paar Jahre später. Da kommt aus Österreich, aus dem serbischen Thronfolger hervor, auf einmal das Problem, aus dem der Erste Weltkrieg entsteht. Und dann gibt es einen Zweiten Weltkrieg, kurz vor dem 1938, wenn ich mich nicht irre, Österreich Reich, heim ins Reich geholt wurde. Ja, Deutschland hatte ein gültiges Konkordat mit dem Vatikan, Österreich nicht. Also verleiben wir doch Österreich in Deutschland ein und siehe da, das, was 1870 passiert ist, ist jetzt bang, zunichte gemacht. Und Österreich hat wieder ein Konkordat. Und es wurde heim ins Reich geholt. Nicht ins Deutsche Reich, wie die meisten denken. Nein, ins päpstliche Römische Reich. Und das ist, glaube ich, doch mal eine interessante Information und ein kleiner Höhepunkt in dieser Sendung, mit der man beschließen kann und sagen kann, Leute, Geschichte ist faszinierend. Man muss nur die wahren Hintergründe kennen, dann versteht man sie auch. Das ist mehr als nur irgendwelche Daten und Namen auswendig zu lernen und herzubeten und überhaupt nicht zu verstehen, worum es geht. Deswegen liebe ich dieses Buch, liebe ich diese wunderbare Arbeit von dem Arthur Bödling, wo er eben
aufzeigt, was Roms Ziele sind. In Theorie, die wir bereits in 8 oder so Folgen besprochen haben, und in der Praxis, wie wird das jetzt anhand der Konkordate umgesetzt? Was sind die Konkordate und was sind die Folgen davon? Wenn eine de facto Regierung eine de jure Regierung wird, oder wenn eine de jure Regierung viel schlimmer entscheidet, eine de facto Regierung zu sein. Und genau das hat Österreich gemacht. Das Beispiel, was ich vorhin angeholt habe, genau das ist mit Österreich hier passiert. Wenn die 1870 den Staatsvertrag kündigen, dann kommen sie von einer de jure Regierung, die sie waren, weil sie den Staatsvertrag hatten, zu einer de facto Regierung. Und das lässt Rom sich nicht gefallen. Alle Wege führen nach Rom. Alle Nationen unterstehen Rom. Der Papst hat weltlichen Herrschaftsanspruch. Das steht unter anderem in Vatican Billions. Das ist unter anderem begründet mit den gefälschten isidorischen Dekretalen und mit der Schenkung von Konstantin. Tja, da schließt sich der Kreis. Aber dieser Kreis würde sich niemals schließen, wenn wir nicht ein ganz wichtiges Instrument dabei hätten. Das Wort Gottes, das uns all diese Dinge vorher erzählt, uns das und das uns die Wahrheit gibt. Und an der Wahrheit des Wortes Gottes müssen wir alles in dieser Welt messen. Deswegen müssen wir unsere Bibel lesen. Und ich sage dann, bis zum nächsten Mal, lest eure Bibel. Maranatha. They say